Vielleicht mal schauen auf Fokusstrategie Mittwoch, der 2. Februar 2022, siebtens. Gesetzgebung. Die Gesetzgebung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Projekt. Nur mit einer gesetzlichen Grundlage besteht für die Kantone im Zivil- und Strafrecht Handlungsbedarf zur Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers. Für den deutlich kleineren Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit, bei welchem eine originäre kantonale Restkompetenz besteht, die nicht in Frage gestellt ist, wird sich der Handlungsbedarf ganz natürlich aus der Digitalisierung der Zivil- und Strafprozesse sowie der Verwaltungsgerichtsprozesse auf Bundesebene einstellen. In diesem Sinne hat die KKJPD, also die Konferenz der kantonalen JPD und dem EJPD, Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, im Gesuch vom 5. Dezember 2016 um Erlass einer bundesrechtlichen Rechtsgrundlage verbindlich zugesichert. Dass die Kantone im Bereich der kantonalen Verwaltungsgerichte zeitnah nachziehen werden. Das Bundesgericht hat dem Bundesamt für Justiz am 1. Juni 2017 Vorschläge für die gesetzlichen Änderungen unterbreitet. Das BJ Bundesamt für Justiz. Ja, doch, das BJ, also das Bundesamt für Justiz, hat in der Folge eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die gesetzlichen Anpassungen im Detail prüft. Geplant ist der Erlass eines neuen Bundesgesetzes über die elektronische Kommunikation mit Gerichten und Behörden, in Klammer BEKG. Die bestehenden Verfahrensordnungen, in Klammer ZPO, STPO, VWVG, BGG etc., Klammer zu, sollen im Anhang des neuen Bundesgesetzes angepasst werden. Die Eröffnung der Ämterkonsultation ist auf Spätsommer oder Herbst 2018 in Aussicht gestellt. Eine der gesetzlichen Knacknüsse ist die Frage, wie weit das gesetzliche Obligatorium gehen muss. Die bisherigen Erfahrungen mit dem ERV in der Schweiz, aber auch in Deutschland zeigen, dass der Wechsel zum elektronischen Gerichtsdossier nur mit einem Obligatorium effektiv stattfindet. Unbestritten ist daher, dass die praktizierenden Rechtsanwälte dem Obligatorium zu unterstellen sind. Ebenso klar ist, dass Personen, die ohne Rechtsvertreter prozessieren, noch sehr lange die traditionelle Post benutzen können. Alles andere ist offen. Das Bundesgericht hat den obligatorischen ERV für alle Behörden und professionellen Anwender vorgeschlagen. Als professionelle Anwender sollen gemäß dem bundesgerichtlichen Vorschlag Rechtsanwälte, Treuhänder, Steuerberater, Patentanwälte, Asylvertreter und Vertreter von juristischen Personen gelten. Besonders umstritten ist die Umstellung der juristischen Personen. Wünschbar wäre, dass mindestens jene Unternehmen oder das Obligatorium fallen,
die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, zum Beispiel je nach Größe oder Branche oder gemäß der effektiven Benutzung des Internets durch das jeweilige Unternehmen. Soweit der obligatorische ERV nicht greift, bleibt nur die Möglichkeit, das neue elektronische System so attraktiv zu gestalten, dass möglichst viele andere Freiwillige mitmachen. So kann aus der Not auch eine Tugend werden. Die Gerichte und die professionellen Anwender haben ein großes Interesse, effizient zu arbeiten. Je geringer der Anteil des Mischsystems mit fortwährendem Medienbruch ist und je weniger eingescannt und wieder ausgedruckt werden muss, umso effizienter wird die Arbeit. Es lohnt sich also, das neue System so einfach und zugänglich wie möglich zu gestalten, um die gewünschte Breitenwirkung zu erreichen. Eine erfreuliche Entwicklung hat sich bei der staatlich anerkannten elektronischen Identität in Klammer EID Klammer zu ergeben. Deren flächendeckende Verbreitung ist eine unabdingbare Voraussetzung für den ERV der Gerichte. Am 15. November 2017 hat der Bundesrat das EJPD mit der Ausarbeitung einer Botschaft für ein Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste in Klammer EID-Gesetz, Klammer zu, bis im Sommer 2018 beauftragt. Gemäß dem Vorentwurf definiert und verwaltet der Staat als indirekt Beteiligter die Identitäten. Bei der Ausstellung einer EID durch den Identitätsdienstleister identifiziert der Staat die Person und verlangt deren Einverständnis für die Übertragung der Personenidentifizierungsdaten. In Klammern wie Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Klammern zu. Aus den staatlichen Registern an den Identitätsdienstleister. Außerdem schafft er Vertrauen durch neue, klare Regeln und die Überwachung der Identitätsdienstleister, welche bei der Benutzung von Online-Dienstleistungen die Identitäten authentifizieren und bestätigen. Bis im Jahr 2020/21 sollte mit der Einführung der EID begonnen werden können. Abgelehnt hat es der Bundesrat bisher leider, die EID auch in der Identitätskarte und den Ausländerausweis zu integrieren. Dies wäre der sichere und effiziente Weg, damit alle in der Schweiz ansässigen Personen möglichst bald über eine EID verfügen. Zwar gibt es auch andere Lösungsansätze, wie das auf Blockchain, Ethereum basierte Projekt des Kantons Zug zeigt, mit welchem die Einwohner der Stadt Zug schon heute in einer Pilotphase eine digitale Identität erhalten können. Solche international angelegte Lösungen entziehen sich allerdings nach der initialen Verifizierung der Identität einer staatlichen Kontrolle und sind insoweit gut zu hinterfragen. Ein wesentliches Anliegen an die Gesetzgebung ist schließlich, dass diese die Unabhängigkeit der Gerichte gegenüber der Verwaltung wahrt und nicht letztere über die Kompetenz zu Vollzugsvorschriften Einfluss auf die Verwaltung der Gerichte und den ERV mit den Parteien erhält. Und das ist eigentlich das ist der vollständige Text. Der Text, mit dem ist eigentlich die Justiz auf dem Weg zur elektronischen Dossier, auch als Audioaufnahme oder in Audioform. Ich kann es in Audioform konsultieren. Wird dann wahrscheinlich morgen wieder ein neues Dokument einlesen. Ich mache nachher wahrscheinlich noch die ZGB weiter.